Ja, so für die Theorieschule der Wertkritik, von der ich maßgeblich beeinflusst bin, ist ja die Krise ein zentrales Element kapitalistischer Vergesellschaftung. Und wir sehen Kapitalismus halt eben nicht als so einen Naturzustand, als so eine natürliche, widerspruchsfreie Gesellschaftsformation, wie es die bürgerliche Ideologie tut, sondern als eine konkrete Geschichtsformation. Also Kapitalismus hat einen Anfang, einen historischen Anfang von ungefähr 300 Jahren, und er ist von inneren Widersprüchen gekennzeichnet. Und diese inneren Widersprüche, die treiben das System immer weiter an in diese Expansionsbewegung, die ja für ein charakteristisch für den Kapitalismus ist, dass man immer wieder neue Märkte erobern muss, dass man immer weiter expandieren muss, dass die Wirtschaft immer wieder wachsen muss. Und von daher sehen wir das so, dass diese inneren Widersprüche in Krisenmomenten halt die manifest werden. Dass der Kapitalismus halt eben notwendigerweise zu Krisen führt. Das ist ein zentrales Merkmal wertkritischer Theorie. Und wir bezeichnen das meistens als einen prozessierenden Widerspruch. Dieser innere Widerspruch kann nur im Prozessieren, in Expansion, in der Eroberung neuer Märkte, in der Erschließung neuer Verwertungsfelder halt eben aufrechterhalten werden. Zentraler Widerspruch ist natürlich die Art und Weise, wie Lohnarbeit im Kapitalismus verwertet wird. Also wir leben in einer Arbeitsgesellschaft. Das ist eigentlich, was auch die bürgerliche Selbstverständnis des Kapitalismus, die Arbeitsgesellschaft, die kapitalistische. Arbeit bildet die Substanz des Kapitals und zugleich ist das Kapital historisch bemüht, immer wieder durch konkurrenzvermittelte Rationalisierung die Arbeit eigentlich aus dem Produktionsprozess zu verdrängen. Also es hört sich jetzt hochtrabend an, aber es bedeutet einfach nur, dass Unternehmer immer wieder Innovationen einführen, um halt eben Konkurrenzvorteile zu gewinnen, um halt eben mehr Waren mit weniger Arbeitern schneller herstellen zu können, um dann halt eben sich in der Marktkonkurrenz durchzusetzen. Und wenn das besonders viele Kapitalisten machen, also diese Innovationen durchsetzen und einführen, dann führt das dazu, dass halt eben in einem gegebenen Wirtschaftszweig die Masse der verausgabten Lohnarbeit abschmilzt. Also der Kapitalismus braucht halt eben die Lohnarbeit an und für sich und zugleich ist er bemüht, die Lohnarbeit aus dem Produktionsprozess zu verdrängen. Und diese Flucht vor diesem eigenen zentralen Widerspruch, ne? Also die Wertkritik spricht dort von der Entsubstantialisierung des Kapitals, der Tendenz. Also dass das Kapital sich seiner eigenen Substanz konkurrenzvermittelt zu entledigen versucht ist. Und dieser innere Widerspruch muss halt eben durch dieses Prozessieren überwunden oder zumindest in die Zukunft immer weiter verlagert werden. Ne? Also das System wird als in sich widersprüchlich und in sich tendenziell instabil gesehen, als eine zerstörerische auch Gesellschaftsformation. Ne? Diese Krisen, die brechen immer dann aus, wenn es eine Durchsetzungskrise gibt. Also das Kapital entwickelt bestimmte Akkumulationsregime. Das bedeutet, dass bestimmte Industriezweige führend sind bei der Verwertung von Lohnarbeit in der Gesellschaft. Und wenn halt eben dort die Tendenz zur Automatisierung dazu führt, dass die Masse verwerteter Lohnarbeit abschmilzt, neue Industriezweige sich nicht auftun, dann gibt es strukturelle schwere Krisen, wie zuletzt in den 30er Jahren des 20. Jahrhunderts und eigentlich auch schon ab den 80er Jahren des 20. Jahrhunderts ebenfalls. Und was noch wichtig ist, um dieses kapitalistische System, diese Krisenanfälligkeit zu verstehen, ne, das ist der Begriff des Fetischismus. Also das bedeutet, dass das Kapital eine Eigendynamik entwickelt, die auf gesamtgesellschaftlicher Ebene von niemandem gesteuert wird. Das ist ein blinder Prozess, ne, der Selbstverwertung des Kapitals, um vermittels Lohnarbeit aus Geld mehr Geld zu machen und Warenproduktion. Und diese Dynamik ist von niemandem gesteuert. Es ist einfach, dass der Wert dazu mehr wert werden will und bildet halt eben diesen Fetischismus aus. Das bedeutet, dass die Produkte, dass das Kapital in all seinen Aggregatzuständen den Menschen, die es marktvermittelt, unbewusst hervorbringen, als so eine Art fremde Macht entgegentritt. Dass die gesellschaftlichen Strukturen und die gesellschaftlichen Dynamiken sich gegenüber den Marktsubjekten einerseits objektivieren und andererseits verselbstständigen. Diese ungeheure Dynamik kapitalistischer Vergesellschaften ist halt eben auf den Begriff des Fetischismus zurückzuführen. Und das führt halt eben, dieser innere Widerspruch, ne, und dieser Fetischismus führt dazu, dass der Kapitalismus sehr krisenanfällig ist und dass Krisen periodisch immer wieder auftreten und dass es gar nicht feststeht, dass das immer wieder aufgehen muss. Ne, dass das System
je weiter es vorantreibt, ne, seine Expansionsbewegung, desto krisenanfälliger wird es einfach. Ne? Also Krise wird hier als historischer Prozess begriffen einerseits und halt eben als ein Prozess zunehmender Widerspruchs, innerer Widerspruchsentfaltung. Und was vielleicht ein letztes Moment, das wichtig wäre, um das zu begreifen, wo wir uns eigentlich befinden, ist halt eben, dass es latente Phasen in einem Krisenprozess gibt und manifeste. Also dass eine Krise halt eben erstmal aufsteigt, sich das Krisenpotenzial sich akkumuliert, zumeist in irgendwelchen Spekulationsblasen, und dann bricht es plötzlich aus. Ne? Und es erscheint so, als ob es Krisenschübe gäbe. Eine Zeit lang sieht alles ganz normal aus. Ne? Die Leute gewöhnen sich eigentlich an alles. Und plötzlich bricht wie aus heiterem Himmel so ein Krisenschub über die Gesellschaft herein. Und es scheint so, als ob es keinerlei Zusammenhänge gegeben hätte, ne? Zwischen den früheren Krisenschüben. Plötzlich bricht irgendwie so eine Krise aus. Wirkkritik sieht das eher als so ein Prozess, so ein historischen Prozess, der latente Phasen hat, die eigentlich nicht wahrgenommen werden, und dann halt eben manifeste Krisenschübe. Ne? Du hast jetzt gesprochen von wiederkehrenden Krisenzyklen und wenn wir uns die Geschichte anschauen, gibt es da ja bestimmte populäre Krisen. Du hast die Krise der 20er und 30er Jahre schon genannt, die ja auch allgemein als Vorgeschichte des Nationalsozialismus gesehen wird. Es gibt dann aber auch nach 1945 im globalen Norden erstmal eine Phase von Nachkriegsprosperität. In Deutschland wird diese Zeit ja Wirtschaftswunder genannt, aber wir haben es da ja allgemeiner mit einem wirtschaftlichen Aufschwung nach 45 zu tun. Es gibt aber bald Anzeichen dafür, dass dieser Aufschwung nicht ewig währt und spätestens mit der Jahreszahl 1973 ist dann ja ein großer Einbruch verbunden. Das ist verbunden mit etwas, was als Ölschock bezeichnet wird oder als Ölpreiskrise. Was kannst du denn zum Charakter dieses Krisenprozesses sagen, der eben ja sozusagen Anfang der 70er Jahre einsetzt? Genau, also es ist wichtig zu begreifen, dass dieser Nachkriegsboom, ne, den kann man sehr gut verstehen, indem man halt eben sich klar macht, dass dort ein neues Akkumulationsregime erschlossen worden ist. Die Krise der 30er Jahre des 20. Jahrhunderts, das war halt eben eine Durchsetzungskrise, ne? Die Durchsetzung des Fordismus, des fordistischen Nachkriegsbooms. Also man könnte sagen, auf den Leichenbergen des Zweiten Weltkrieges wurde diese Nachkriegsprosperität eigentlich errichtet, indem die Staaten halt eben innerhalb des Zweiten Weltkrieges diese Massenmobilisierung durchgeführt haben, um halt die massenhaft Panzer und Flugzeuge zu produzieren. Nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges gab es eigentlich keine Demobilisierung. Man stellte die Produktion praktisch nur um. Anstatt massenhaft Tanks zu produzieren, wurden halt die massenhaft Fahrzeuge produziert. Mit den damals etablierten fordistischen Produktionsmethoden und dem Taylor-Regime. Dieser Nachkriegsboom von zweiten Hälfte der 40er bis in die 70er hinein, der längste Nachkriegsboom der kapitalistischen Wirtschaftsgeschichte, der beruhte halt eben auf den Fordismus, dass halt die massenhaft Menschen in der Warenproduktion, bei der Produktion von Autos, später kam noch die weiße Ware etc. dazu, halt eben verwertet wurden. Deren Lohnarbeit wurde verwertet, massenhaft. Und das lief halt eben bei diesem Taylor-System, dass Menschen halt eben am Fließband dieser eng einstudierten, mit der Stoppuhr bestimmten Sekundenhaften, das lief über Sekunden dann praktisch ab, wo diese Arbeitsdurchläufe durchmachen mussten. Und daraus wurden halt eben die Fahrzeuge gebaut. Und das lief bis die 70er Jahre, dieser Nachkriegsboom, ne? Und dieses Akkumulationsregime. Und ab den 70ern läuft es eigentlich aus. Ne? Das kann man sehr schön an den Raten des Wirtschaftswachstums sehen, die dann halt immer weiter stagnieren. Dann hat man ab den 70ern eigentlich die Phase der Stagflation. Das ist einerseits die Wirtschaft stagniert, dass die Arbeitslosigkeit immer stärker ansteigt. Bis in die 70er Jahre hinein war Arbeitslosigkeit, Massenarbeitslosigkeit in Zentren eigentlich unbekannt. Das war dieser lange Nachkriegsboom. Und ab den 70ern gerät halt eben das System in die Stagflationsperiode hinein, in eine Krisenperiode. Und das ist eigentlich auch die Ursache halt eben der gegenwärtigen Krisenphase, die eigentlich weiterhin andauert als historischer Prozess. Man könnte sagen, dass der industrielle Strukturwandel scheitert. Wie gesagt, der Fordismus läuft aus. Wir setzen Automatisierungsprozesse in der Warenproduktion ein. Immer weniger Menschen arbeiten in der Warenproduktion. Und zugleich halt eben hat man das Problem, dass jetzt hier die Arbeitslosigkeit aufkommt, dass die Wirtschaft stagniert. Und diese Krisenphase ist halt eben auch somit ein Grund für das Aufkommen des Neoliberalismus gewesen. Ne? Auf einen prägnanten Formel zu bringen, was die Ursache dieser Krise ist, bürgerlich formuliert. Also der bürgerliche Volkswirtschaftler würde sagen,
der industrielle Strukturwandel scheitert. Ein altes Akkumulationsregime, ein alter Industriezweige, die halt eben in den Nachkriegsjahrzehnten aufgekommen sind, die werden erfasst von Automatisierung, es wird Arbeitslosigkeit entsteht, aber es entstehen keine neuen Wirtschaftszweige, die in demselben Ausmaß diese frei werdenden Arbeitskräfte wieder verwerten würden, wieder in Arbeit bringen würden, wie es Bürger sagen würde, oder die halt eben dann der Lohnarbeit dann verwertet werden könnte. Also Scheitern des industriellen Strukturwandels als die Ursache der eigentlich gegenwärtigen Krisenperiode. So würde ich das gleich auf den Punkt bringen wollen. Du hast es jetzt schon gesagt, mit dieser Krise, die ab Anfang, Mitte der 70er Jahre einsetzt, ist dann auch etwas verbunden, was man als neoliberales Akkumulationsregime bezeichnen kann. Also es sind erstmal eine Reihe von neoliberalen Regierungen, die an die Macht kommen, unter anderem Margaret Thatcher in Großbritannien. Und mir schien es immer plausibel zu sein, dass dieses neoliberale Regime eben genau eine Reaktion auf diesen Krisenprozess gewesen ist. Was kannst du denn dazu sagen? Wie reagiert das Kapital letztlich auf den Krisenprozess der 70er Jahre, den du jetzt beschrieben hattest? Also ich sprach ja vom Kapital als dem prozessierenden Widerspruch. Ne? Und jedes Mal, wenn das System an eine innere Krise stößt, also dass wiederum dieser innere Widerspruch sich manifestiert, dass Lohnarbeit immer weiter aus der Produktion herausgedrängt wird durch Automatisierung, dann gibt es halt eben diese Reaktion der Expansion nach vorne, dieses prozessierenden Widerspruchs, dass man versucht, vor diesem inneren Widerspruch eine Flucht nach vorn anzutreten. Und an und für sich war der Neoliberalismus sehr extremistische, kann man ja schon was sagen, Flucht nach vorn, dass man versucht hat, halt eben mit einer Verschärfung der Ausbeutung erstmal, mit einer Prekarisierung des Arbeitslebens, mit einer Entrechtung der Lohnabhängigen das System aus der Krise zu führen. Man hat halt eben in dieser Stagflationsperiode auch ein sehr starkes Abschmelzen der Profitrate in der warenproduzierenden Industrie. Und was hat der Neoliberalismus gemacht? Also der hat sich nun deswegen durchgesetzt, weil der Keynesianismus in der Stagflationsperiode in die Krise geraten ist. Also die Keynesianer argumentieren ja immer gerne, es wäre so eine neoliberale Verschwörung gewesen, die sie dann halt eben dazu geführt hat, dass es diese Konterrevolution gegeben hat, das Neoliberale. Aber die Wahrheit ist, die bittere Wahrheit für die Keynesianer ist, dass der Keynesianismus am Ende war. Ne? Das Deficit Spending funktioniert ja nicht mehr. Deswegen hat man diese mit unter zweistelligen Inflationsrate in den USA gehabt. Und das haben die Neoliberalen ja tatsächlich erstmal scheinbar gelöst im Sinne der kapitalistischen Logik. Und das taten sie durch halt eben Entrechtung, weitestgehende Entrechtung der Lohnabhängigen, durch Stagnation des Lohnniveaus, durch Prekarisierung der Arbeit, um den Preis der wahren Arbeitskraft zu senken. Und durch Privatisierung auch. Ne? Wenn man eine Verwertungskrise des Kapitals hat, dann versucht man halt eben sozusagen das staatliche Tafelsilber zu privatisieren, um dem Kapital neue Verwertungsfelder zu eröffnen. Und deswegen sieht die Gesellschaft, unsere Gesellschaft so aus, wie sie aussieht, also marode mit einer weitgehend derangierten Infrastruktur, weil halt eben die dann privatisiert worden ist. Das ist ja insbesondere in den USA, wie man das jetzt an der jetzigen Pandemie aussieht. Man ist ja kaum noch in der Lage, darauf vernünftig zu reagieren. Ein zweites Strukturmerkmal des Neoliberalismus, dieses Zeitalters, ne? Kann sagen, das ist schon eine Wirtschaftsgeschichtsperiode von den 80ern bis jetzt in die, jetzt bricht es eigentlich an für sich zusammen, dieses neoliberale Zeitalter. Und dieses zweites Merkmal davon ist ja die Finanzialisierung des Kapitalismus. Also, dass die Finanzmärkte abheben, gigantisch wachsen. Ne? Dass man praktisch glaubt, der Finanzsektor wird das neue Akkumulationsregime, der neue Leitsektor der Wirtschaft. Ne? Das, was den Laden antreibt. Und das funktioniert an für sich natürlich längerfristig nicht. Also die Lohnarbeit muss halt eben in der Warenproduktion verwertet werden. Du kannst nicht Verwertungsprozesse dauerhaft über die Finanzsphäre realisieren, wie die ganzen Finanzblasen ja auch evident machen. Aber diese Finanzialisierung ermöglicht es, dass der Laden noch weiterläuft. Also man hatte die Lohnabhängigen. Man hat dafür gesorgt, dass die halt eben weniger verdienen. In den USA stagniert das Lohnniveau seit den 70er Jahren. Aber dann entsteht natürlich eine Überproduktionskrise. Die Leute verdienen nicht mehr oder verdienen sogar weniger, aber zugleich steigt die Produktivität. Es wird immer mehr Waren generiert. Und das wurde halt eben durch die Finanzialisierung gelöst, indem man halt eben das Ganze auf Pump laufen lässt. Ab den 80er Jahren, vermittelt des Finanzsektors, steigt global gesehen die Verschuldung immer schneller an als die Weltwirtschaftsleistung. Das bedeutet, dass das System sich immer weiter verschuldet. Und das wird halt eben durch diese Finanzialisierung, durch das Wachstum der Finanzmärkte generiert. Und dadurch schien der Neoliberalismus diese Stagflationsperiode
überwunden zu haben. Aber es läuft halt eben durch Stagnation des Lohnniveaus und durch halt eben diese besagte Finanzialisierung durch einen Verschuldungsprozess. Man könnte das vielleicht bildlich so fassen, das System fußt auf einen immer weiter anwachsenden Schuldenberg, der immer instabiler wird, ne? Dazu kommen noch die ganzen Finanzblasen. Und auch die Globalisierung, das war ja praktisch eine Globalisierung der Verschuldungsdynamik, die einsetzte, ne? Also die Industrialisierung Chinas, die lief ja dadurch, dass das als exportgetrieben abgewickelt worden. Die Exportwirtschaft war ja führend und sie war nur deswegen führend, weil es halt eben in den USA Absatzmärkte in Europa gab. Und diese Absatzmärkte liefen ja auf Pump bis 2008 mindestens, ne? Vielleicht mal so viel. Diese drei Momente haben wir, also halt eben Stagnation des Lohnniveaus und Prekarisierung des Arbeitslebens, Privatisierung, dann die Finanzialisierung und die Globalisierung der Verschuldungsdynamik. So viel vielleicht zum dieser scheinbaren, ne, Lösungsstrategie des Neoliberalismus, die eigentlich nur dies alles vertagt hat, den Krisenausbruch vertagt hat und an und für sich auch das Krisenniveau immer weiter anschwellen ist, ne, weil halt eben die Schuldenberge auch immer weiter wachsen, ne. Weil die Produktivität ja auch immer weiter zunimmt, der globalen Verwertungsmaschinerie, wachsen auch die inneren Widersprüche immer mehr. Und deswegen würde ein totaler Krisenausbruch, also wenn wir es nicht mehr schaffen, diesen Finanzsektor abzufangen beim Krisenschub, dann würden die Folgen immer schwerer sein, ne? Für die reale Wirtschaft und auch für die spätkapitalistischen Gesellschaften. Vielleicht so viel zum Neoliberalismus. Und wir sind hier dabei, über ökonomische Krisen zu sprechen. Dazu hört ihr ein Gespräch mit dem marxistischen Ökonomen Thomas Konitsch. Wir haben im Gespräch schon analysiert, dass der Neoliberalismus ein bestimmter Umgang mit einer zunehmend krisenhafteren Weltökonomie darstellt. Die Strategie des Neoliberalismus ging lange Zeit gut. 2007, 2008 kam es allerdings zu einer größeren Störung. Weltweit platzten die Finanzblasen. Das begann mit einer Immobilienkrise, endete schließlich in einer großen Staatsverschuldungskrise. Ich habe Thomas Konitsch gefragt, auf welche Faktoren die Krise von 2007, 2008 zurückging. Also wir haben jetzt diese Finanzialisierung besprochen als ein Element des Neoliberalismus, das praktisch Wachstum und zunehmend auf Pump finanziert worden ist. Und der wichtigste Transformationsriemen, ne, dieser Verschuldungsprozesse sind die Finanzblasen. Wir haben praktisch im Zuge der Finanzialisierung eine Finanzblasenökonomie, die sich entwickelt. Ne. Es steigen immer stärker solche Spekulationen auf den Finanzmärkten auf. Nur ganz kurz, stichwortartig, in den 90er Jahren geht das ja eigentlich schon los. Also 87 gibt es den ersten größeren Crash, der eigentlich nur ganz kurz ist in den USA. In den 90er Jahren gibt es regionale Finanzkrisen, die Asienkrise, sage ich nur als Stichwort genannt, der Russland-Crash Ende der 90er Jahre. Und ab dem 21. Jahrhundert, späten 90er Jahren, setzen ja schon globale Finanzblasen ein. 2000 als Stichwort nur ganz kurz die Dotcom-Blase, also diese ganze Manie mit den Internetaktien, wo man dachte, das ist jetzt das neue Akkumulationsregime, wo die ganzen Internetklitschen plötzlich über einige Monate lang mehr wert waren als Daimler Chrysler. Das alles bricht ja im Jahr 2000 zusammen. Und diese Dotcom-Blase folgt dann der Immobilienblase. Und man muss sich das einfach so vorstellen, dass jedes Mal, wenn eine Blase platzt, muss die bürgerliche Politik reagieren irgendwie, um die Folgen für die Realwirtschaft zu minimieren, ne? Und man kann das schon mal von sowas wie von Finanzblasentransfer sprechen. Die Finanzblase platzt, die Dotcom-Blase, und was machte die US-Politik damals, um die Folgen zu minimieren? Sie setzte die Zinsen sehr niedrig an, ne? Man hat die Zinsen abgesenkt, um halt eben die Wirtschaft zu stimulieren. Und in dieser Niedrigzinsphase wurden plötzlich Hypotheken erschwinglich für Leute, die es vielleicht sich nicht richtig so leisten können, ne? Und diese Niedrigzinsphase legte den Grundstein für die nächste, noch höhere Blase. Die transatlantische Immobilienblase, die dann zu dem Crash von 2007, 2008, 2009 führte. Da wurden dann praktisch Immobilienverbriefungen auf den Weltfinanzmärkten gehandelt und das war der nächste Boom, ne? Und diese ganzen Blasen, die stimulieren die ja alle Wirtschaften. Also die Immobilienblase ist ja evident, da werden plötzlich Häuser gebaut, ne? Auf Pump innerhalb dieser Verwertungsdynamik. Das stimuliert die Bauwirtschaft, das stimuliert auch die ganzen Leute, die Hauseinrichtungen liefern und so weiter und so fort. Und diese Immobilienblasen platzen dann 2007. Ne? Und das ist dann schon ein heftigerer Schlag, der dann folgt. Man darf sich das nicht irgendwie so als einen linearen Prozess vorstellen, sondern das ist dynamisch. Ne? Das steigt exponentiell an. Die Heftigkeit der Erschütterung, die wird immer stärker. Und die Immobilienblase 2007 war schon um ein Vielfaches stärker als halt eben die
Dotcom-Blase von 2000. Ne? Und die führte halt eben zu diesen Verwerfungen vermittels der Defizitkreisläufe, ne? Weil alles voneinander abhängig ist innerhalb dieser Globalisierung, die ich bezeichnet habe als Globalisierung der Verschuldungsdynamik, weil zum Beispiel die chinesische auch Industrialisierung abhängt halt eben von den Verschuldungsprozessen in Europa und weil halt eben auch diese europäischen Verschuldungsprozesse ganz klar auf Pump realisiert waren und das bricht damals zusammen und die Politik musste damals ja schon noch viel heftiger reagieren als 2000. Ne? Da reicht es nicht mehr, die Zinsen auf 0% zu setzen. Man hat dann angefangen, massiv Schrottpapiere aufzukaufen. Also diese Immobilienverbriefungen, die dann gehandelt worden sind als Credit Default Swaps oder wie sie auch immer da alle benannt worden sind, die mussten dann halt eben die Notenbanken alle aufkaufen, in die Bilanzen aufnehmen. Ne? Die nahmen sie in die Bilanzen auf, um halt eben die Märkte zu beruhigen, um halt eben auch neue Liquidität hinzuzuführen. Also auf gut Deutsch, es wurde so Geld gedruckt und in die Finanzsphäre injiziert, um sie halt eben zu stabilisieren. Und das haben wir halt eben 2007 erlebt, schon auf globaler Ebene. Eigentlich sowas Ähnliches wie 2000, nur halt eben stärker. Ne? Stärker ausgeprägt auf einem höheren Krisenniveau. Vielleicht so viel zu 2007, also als ein Teil dieser Finanzblasenökonomie, die halt eben Teil der Finanzialisierung des Kapitalismus ist, die halt eben dann auch auf Pump läuft. Ne? Wie gesagt, also es gibt diese latenten Prozesse, die Verschuldung steigt graduell stärker als die Weltwirtschaftsleistung. Das Schuldenberg wächst mal wieder und ab und zu bricht dann halt eben so eine Finanzblase zusammen und dann gibt es halt einen neuen Krisenschub. Dann wird es manifest. Genau, du beschreibst einen weltweiten Prozess und mit der Globalisierung auch eine weltweite Verstrickung. Alles ist aufeinander verwiesen. Jetzt kann man ja sehen, dass Deutschland da erstaunlich unbeschädigt aus dieser Krise hervorgegangen ist. Vielleicht kann man sogar vom Krisengewinner Deutschland sprechen. Genau. Und mir scheint es da insbesondere so ein Handlungsmuster auch der Großen Koalition innerhalb der EU zu geben. Also man beharrt immer darauf, dass alle Krisen und Probleme in gemeinsamen europäischen Lösungen bewältigt werden müssen. Da wird also eine große Gemeinsamkeit beschworen und auf der anderen Seite scheint es ja aber eine sehr ungleiche Verteilung der Folgen dann zu geben, wenn wir uns eben angucken, ja. Griechenland, Italien, Spanien, diese Länder ächzen unter den Folgen. Wie würdest du da diese Krisenstrategie Deutschlands innerhalb von Europa, der EU beschreiben? Okay, also ich habe von dieser Globalisierung der Verschuldungsdynamik gesprochen und von diesen Defizitkreisläufen. Das bedeutet, dass das System als Ganzes sich immer stärker verschuldet, aber es gibt halt eben große Ungleichgewichte, Ungleichheiten. Nicht alle verschulden sich. Es gibt Länder mit Exportüberschüssen, wie Deutschland halt eben, und es gibt Länder, die halt eben diese Überschüsse aufnehmen und dann Defizite verzeichnen. Deutschland ist insofern Krisengewinner, als es halt eben über die Exportüberschüsse auch einen Verschuldungsexport betreibt. Und deswegen könnte sich halt eben in der Bundesrepublik auch diese Ideologie etablieren, dass man überall die Schulden kritisiert, die man de facto selber vermittels Exportüberschüssen produziert. Und was Europa und die europäische Krisenpolitik anbelangt, nach dem Ausbruch der Eurokrise 2008, 2009, europäische Krisenpolitik war eigentlich Ausdruck von Machtkämpfen, von nationalen Auseinandersetzungen um die Ausgestaltung der Krisenpolitik. Es ging einfach darum, innerhalb der EU, wer die Krisenfolgen zu tragen hat. Ne? Alle versuchten halt eben, die Krisenfolgen auf andere abzudrängen und die Bundesrepublik, da sie halt eben Exportüberschüsse verzeichnet hat, da sie sich nicht so stark verschuldet hat, konnte halt eben sich durchsetzen. Weil sie die Macht hatte, die Eurozone dann zusammenzuhalten und als Garantiegeber des Euro eigentlich fungiert. Ne? Und Deutschland hat es halt eben geschafft, durch dieses Sparregime, durch dieses schäublerische Austeritätsdiktat, die Krisenfolgen auf die südliche Peripherie halt in der Eurozone abzuwälzen und dadurch eigentlich, wie gesagt, es ist an für sich Machtpolitik, die da betrieben wird, nationale Machtpolitik innerhalb der EU, des Rahmens der EU, der ja immer weiter erodiert. Und Deutschland hat es geschafft, halt eben dadurch auch seine Machtstellung immer weiter zu festigen, als dominanter Faktor innerhalb der Europäischen Union zu agieren, indem halt eben der ökonomische Abstand immer weiter abnimmt. Also die Bundesrepublik konnte halt eben diese Exportkonjunktur aufrechterhalten, während die südliche Peripherie immer weiter in Rezession versank. Und die sind erst vor kurzem herausgekommen, überhaupt aus diesem verheerenden, schäublerischen Spardiktat und der daraus folgenden Depression, die viele der Peripherie Volkswirtschaften erlebt haben. Und dadurch steigt der ökonomische Unterschied, der Abstand zwischen dem deutschen Zentrum und der südlichen Peripherie immer stärker an. Und das zementiert an für sich auch die deutsche Stellung als, hey,
als dominante Macht innerhalb der Europäischen Union. Und deswegen, das ist ja die Tragik der EU. Es gibt eigentlich keine europäische Krisenpolitik, es gibt Machtpolitik, betrieben wird. Nationale Auseinandersetzung und in Gefolge dieser nationalen Auseinandersetzung hast du dann so etwas, was eine Reaktion auf die Krise ist. Also klassisch ist natürlich diese Frontstellung Schäuble mit dem Spardiktat, ne, mit diesen neoliberalen Reformen, die dann oktroyiert worden sind, bis ins Extrem in Griechenland, ne, das ja an den Rand des sozialen Zusammenbruchs getrieben worden ist von Deutschland. Und andererseits hast du die EZB, die eigentlich von Frankreich, von den südeuropäischen Staaten kontrolliert ist. Und die hat versucht, dem entgegenzuwirken durch halt eben diese expansive Geldpolitik, indem sie halt eben massenhafte Anleihen aufgekauft hat, um halt eben das Zinsniveau in Südeuropa zu halten. Ne? Vielleicht so viel zu Europa als halt eben europäische Krisenpolitik als Ausdruck nationaler Kämpfe innerhalb der EU, um halt eben Dominanz innerhalb Europas. Jetzt haben marxistische Ökonomen immer wieder darauf hingewiesen, dass diese Krise, die 2007 so einen manifesten Ausdruck bekommt, eigentlich nicht bewältigt ist. Also das wird ja vielleicht auch schon dadurch deutlich, wenn man sieht, das wandelt sich immer, ne? Sozusagen, es beginnt als eine Immobilienkrise, geht weiter als eine Staatsverschuldungskrise, wird eine Währungskrise. Die Wirkungen und Auswirkungen sind immer nur aufgeschoben. Viele haben damit gerechnet, dass es irgendwann nochmal zu einem großen Krach kommt. Das ist ja was, was nicht nur Marxisten sagen, sondern was auch in der bürgerlichen Zeitung immer wieder zu lesen war in letzter Zeit. Es gibt nach wie vor krisenhafte ökonomische Prozesse. Wie würdest du das denn beschreiben? Also inwiefern haben wir es auch bis in die jüngste Zeit mit Nachwirkungen dieser 2007er Krise zu tun? Ja, also wie gesagt, ich habe das als historischen Prozess bezeichnet. Den Kapitalismus ist halt eben durch diese zunehmende Entfaltung der inneren Widersprüche gekennzeichnet. Und man hat diese manifesten und latenten halt im Krisenphasen. Also man kann sagen, dass diese 2007er Krise überhaupt nicht überwunden ist. Das ist weiterhin derselbe historische Krisenprozess des Kapitals, der eigentlich in den 80ern seinen Anfang gefunden hat mit dem Auslaufen des Akkumulationsregimes des Fordistischen. Und wir befinden uns an für sich in einer neuen Blase. Also ich habe von diesen Blasentransfers gesprochen. Und das bedeutet, dass das, was passierte, als 2007 halt eben die Blase platzte. Man hat versucht, das halt eben zu stabilisieren durch den Aufkauf massenhaften Aufkauf von Schrottpapieren auf den Finanzmärkten. Und dadurch wurde halt eben, wie gesagt, diese Liquidität der Finanzsphäre zugeführt. Und Dimensionen, das sind Billionen gewesen, also Tausende von Milliarden von Euro, die dann an Liquidität reingepumpt worden sind in das System. Und die Bilanz der US-Notenbank beispielsweise ist von unter einer Billion von 900 Milliarden 2007 auf 4 Billionen, 4 Billionen, 4.000 Milliarden angeschwellt innerhalb dieser Phase zwischen 2007 und jetzt 2019. Deswegen spreche ich davon einer Liquiditätsblase. Und man versucht nach 2007 die Finanzmärkte zu stabilisieren und die Maßnahmen, die zur Stabilisierung der Finanzmärkte 2007 geführt haben, die legen den Grundstein für die neue Blasenbildung. Man pumpt jede Menge Geld rein in die Finanzmärkte, kauft Schrottpapiere auf und dadurch müsste eigentlich Inflation entstehen. Das tut sie ja auch, indem halt eben die Preise der Wertpapiere auf den Finanzmärkten ansteigen. Ne? Durch die Injektion von Geld, durch den Aufkauf von diesen Schrottpapieren, durch die Injektion von Liquidität hat man halt eben eine Liquiditätsblase, die dann entsteht und die dann halt eben dazu führt, dass ihr System wieder stabilisiert wird. Ne? Dass dann die Kurse wieder steigen, Aktienmärkte sich wieder erholt haben und dann halt eben haben wir halt eben einen neuen Blasenzyklus gehabt, der jetzt eigentlich durch diesen externen Schock ins Wanken gekommen ist und zusammengebrochen ist. Ne? Und die Politik, das muss man schon verstehen, ist halt eben eine Getriebene dieser Krisendynamik. Die können nichts anderes machen. Die Blase platzt, die müssen das System irgendwie stabilisieren, um halt eben die Finanzmärkte vor dem Zusammenbruch zu retten. Und sie stolpern praktisch von Blase zu Blase. Ne? Im Englischen gibt es einen schönen Ausdruck: to kick the can further down the road. Also, dass man versucht, das Ganze noch irgendwie zu stabilisieren und in die Zukunft zu verlagern, ne? Obwohl das Krisenpotenzial dann immer weiter ansteigt.
Thema der Stunde ist hier die ökonomische Krise. Und gemeinsam mit dem marxistischen Ökonomen Thomas Kunitz habe ich hier schon verschiedene Stationen durchgesprochen. Wir haben über die Krisen der 70er Jahre gesprochen, haben den Neoliberalismus als eine bestimmte Krisenbewältigungsstrategie in den Blick genommen und wir haben uns die Finanzkrise von 2007, 2008 angeschaut. Die Krise wurde dort überwunden, indem neue Finanzblasen aufgeblasen wurden. Und in dieser Situation kommt jetzt die Corona-Krise mit ins Spiel. Staaten reagieren darauf, dass sie sich erneut verschulden. Es werden Rettungsschirme für Unternehmen aufgebaut, Lohnabhängige werden in Kurzarbeit geschickt. Denen, die ihren Job in der Krise verloren haben, wird unkomplizierte finanzielle Unterstützung versprochen. Ich habe Thomas Konitz gefragt, was seines Erachtens diese neuerliche Staatsverschuldung für Auswirkungen haben wird. Also wir sehen diese Pandemiebekämpfung als einen externen Faktor ein, der praktisch nur ein Trigger, ein Auslöser ist des neuen Krisenschubs, weil halt eben dieser Schuldenturmbaum halt eben immer weiter vorangetrieben worden ist, weil dieses Kartenhaus auf den Finanzmärkten immer instabiler geworden ist. Und das ist praktisch ein Trigger, ein Auslöser für den neuen Krisenschub, wo das alles zusammenzubrechen droht und wo die jetzt schon die Reaktionen der Politik absolut am Limit sind. Also die Aufkäufe an Staatsanleihen, an Wertpapieren, die jetzt von der Fed und von der EZB initiiert worden sind, die stellen schon jetzt das in Schatten, was 2007, 2008 abgelaufen ist. Es gibt Schätzungen der Financial Times, die davon ausgehen, dass die Bilanz der Fed auf 9 Billionen US-Dollar anschwellen wird im Zuge der Krisenbekämpfung. Also, dass sie sich mehr als verdoppeln wird. So viel Zeugs kaufen die inzwischen ein. Die müssen nicht nur Staatspapiere inzwischen aufkaufen wie damals und dann nicht nur Immobilien-Spekulationspapiere, diese Verbriefungen von Hypotheken. Diesmal kaufen sie auch Unternehmensanleihen auf. Das machen sie über Umwege, weil es von der Verfassung, wo es eigentlich nicht möglich ist, einfach weil die Unternehmen so stark in die Bredouille geraten sind. Es gibt sehr viele Konzerne, die überschuldet sind und durch diesen Lockdown, dadurch, dass jetzt die Verwertungsprozesse in der Warenproduktion gekappt worden sind, geraten die sehr schnell in die Schieflage. Und es gab Überlegungen, dass inzwischen 11 Billionen an Unternehmenskrediten gefährdet sind. Und wenn das platzen würde, dieser Berg an Krediten, wenn das entwertet würde, würde das natürlich eine Lawine auslösen, der das ganze Finanzsystem destabilisieren würde. Und man muss sagen, systemimmanent hat die bürgerliche Krisenpolitik richtig gehandelt. Die haben gesehen, was für ein Schock auf die Zukunft. Und die haben wirklich extremste Maßnahmen ergriffen, um das halt eben, und sie versuchen es zu halten. Wichtig dabei ist der Faktor Zeit. Deswegen gibt es ja auch diese Tendenzen, jetzt möglichst schnell wieder alles zu öffnen. Die können diese Finanzierung des Kapitalismus, den sie jetzt betreiben eigentlich, die finanzieren ja alles. Ne? Die halten die Finanzmärkte noch am Laufen und die versuchen halt eben eine schwere Rezession in der Wirtschaft zu verhindern durch diese ganzen Maßnahmen, die du erwähnt hast, Kurzarbeitergeld etc. pp. Und das können sie nur über einen kurzen Zeitraum aufrechterhalten. Ne? Das Corona trifft praktisch das Kapital in den Markt. Das ist ja sowas wie ein globaler Streik. Ne? Die Wirtschaft steht still. Und das kann die bürgerliche Politik nur über einen kurzen Zeitraum aufrechterhalten. Deswegen müssen die jetzt praktisch den Laden wieder hochfahren. Es geht einfach gar nicht anders. Ansonsten, das Wichtigste ist nicht so sehr die Rezession, die jetzt kommt. Die wird schon eh kommen. Das Wichtigste für sie ist halt eben wirklich diese Finanzsphäre zu stabilisieren. Wenn dieser Wasserkopf, ne? Dieser gigantische Finanzsektor, wenn da alles ins Rutschen käme, dann würde das wirklich einen kollapsartigen Zusammenbruch der Ökonomie auf globaler Ebene mit sich bringen. Und das versuchen sie halt hier wirklich mit allen Maßnahmen zu verhindern. Nun, wir hatten uns ja angeschaut, auch wie Deutschland nach 2007 innerhalb der EU agiert hat. Wie stellt sich das denn jetzt dar? Also was ist die Corona-Krisenstrategie der BRD innerhalb der EU? Ich würde sagen, vielleicht etwas kürzer gehalten, History repeating. Also man hat wirklich dieselbe Konstellation wieder Südeuropa gegen das europäische Zentrum. Also Bundesrepublik, Holland und Österreich wollen versuchen, halt die jegliche Form von nennenswerten Hilfen zu verhindern und wiederum die südliche Peripherie in diese Krisenprogramme reinzudrücken, die Schäuble angeführt hat nach 2007, also in das ESM. Dieses europäische Stabilisierungsmechanismus, diesen europäischen Stabilisierungsmechanismus, einfach um halt eben diesen Abstand wieder zu erhöhen. Ne? Also man für sich selber in Deutschland gibt es ja sehr starke Konjunkturspritzen. Auf europäischer Ebene soll es möglichst
weit minimiert werden, um wiederum den Abstand zu erhöhen. Ne? Es geht immer darum, die Krise zu nutzen als ein Moment, um gestärkt hervorzugehen daraus und den Abstand zu den Konkurrenten immer weiter zu vergrößern. Und da scheint sich die Bundesrepublik wiederum durchgesetzt zu haben. Ne? Man operiert praktisch mit der Drohung vor dem Abschluss in die Peripherie. Also Italien zum Beispiel kann kaum aus dem Euro rausgehen, ohne schwerste Verwerfungen nach sich zu ziehen, auch wenn sie es vielleicht wollten. Ne? Und das weiß man in der BRD und deswegen versucht man halt eben jegliche Hilfen auf das Minimum zu begrenzen und die nach Möglichkeit in diese neoliberalen Programme da reinzudrängen. Und für sich selber, ne? im Zentrum gibt es dann halt eben massive Stützungsmaßnahmen, um halt eben die Krise möglichst schnell hinter sich zu bringen, um dann wiederum diese Position als Exportweltmeister einnehmen zu können. Wenn wir uns die jetzige potenzierte Krisensituation anschauen, was erwartest du denn, was da vielleicht noch auf uns zukommen wird? Also das ist ja vielleicht immer so ein bisschen schwierig, da eine Prognose zu machen und zu datieren, wann kommt der große Krach. Das war auch sozusagen in den Jahren davor nie möglich, das genau zu machen. Aber es scheinen ja doch unterschiedlichste Faktoren da eine Rolle zu spielen. Trotzdem da aus den Erfahrungen vielleicht der bisherigen Krise, was lässt sich sagen über Kommendes? Ja, die operieren jetzt am Limit, ne? Also mit der Gelddruckerei vor allen Dingen. Das ist entscheidend, wie schnell sie halt, wie schnell sie den Laden wieder hochfahren können. Ne? Wie schnell kann man den Lockdown beenden, um halt eben die Verwertungsprozesse wieder anlaufen zu lassen. Davon wird es eigentlich abhängen, ob sie das alles nochmal stabilisieren können und eventuell wieder eine neue Blase aufpumpen können. Also eine abermalige Liquiditätsblase. Ne? Die kaufen den Schrott wieder ein, pumpen Liquidität in die Märkte und hoffen, dass das ganze Finanzsystem sich stabilisiert und man wieder einen neuen Zyklus halt eben hinkriegt, wenn man so will, einen neuen Blasenzyklus. Ne? Und das hängt, wie gesagt, vom Faktor Zeit ab. Wie schnell können sie es schaffen, das alles hochzufahren, um halt eben das Ganze zu stabilisieren? Und ich weiß das nicht, um ehrlich zu sein, ob sie es schaffen. Wenn sie es nicht schaffen, dann gibt es halt eben wirklich eine schwere globale Krise, um es mal vorsichtig auszudrücken, die vielleicht sogar das, was in den 30er Jahren abgegangen ist, überschreiten wird. Einfach, also es wird, wie gesagt, eine Rezession, eine globale ist schon ohnehin klar, das wird kommen. Und die Frage ist nur, ob sie es nochmal schaffen, die Länder überhaupt noch zu stabilisieren oder ob es einen kollapsartigen Zusammenbruch geben wird, aufgrund dieser inneren Schranke, an die das Kapital stößt. Ne? Das ist die Frage, ob es wirklich jetzt schon möglich ist, das nochmal zu stabilisieren oder nicht. Das kann ich nicht abschätzen, ehrlich zu sein. Wie gesagt, Faktor Zeit. Ja, vielleicht abschließend auch nochmal so ein bisschen eine Perspektive der Gesellschaftskritik. Du hattest irgendwie so ein Stichwort gebracht, wie die Auswirkungen von Corona sind wie ein globaler Streik eigentlich. Und das ist ja aber sozusagen gerade nicht zu sehen, dass es eine globale Streikbewegung gäbe, die auch darauf reagiert und eine ganz eigene Position da vielleicht markiert in diesem blinden Krisendynamikprozess. Was würdest du denn sagen, wären jetzt Anforderungen von Gesellschaftskritik? Ja, also das Problem ist, dass solche Krisen meistens, wie Corona, dass sowas meistens zu Stabilisierung erstmal führt. Ne? Da derzeit herrschen politische Kräfte, einfach weil die Leute halt eben sich nach Führung, nach Autorität sehnen. Und das merkt man auch an der CDU, die jetzt plötzlich in Umfang wieder zulegt. Das merkt man auch in Osteuropa, wo in Ungarn und in Polen dann autoritäre Tendenzen zunehmen, wo dann so ein Orban versucht, langsam die bürgerliche Demokratie, die Reste dessen dann zu überwinden. Das ist halt eben die Gefahr. Der Staat agiert halt eben in so einer Krise und dann steigen erstmal die Machtmittel des Staates und seine Legitimität nimmt dann erstmal kurzfristig zu. Was die Linke anbetrifft, also ich sag immer, man müsste eigentlich sagen, was Sache ist und vor allem dahingehend agieren, dass man den Menschen erklärt, dass die Überwindung des Kapitalismus eine Überlebensnotwendigkeit ist, des menschlichen Zivilisationsprozesses, aus seiner eigenen Krisendynamik heraus. Nicht nur ökonomisch, vor allen Dingen ökologisch. In Bezug auf die Klimakrise wird das System halt eben in die Selbstzerstörung treiben. Das ist dieser wie gesagt, blinder Fetischismus, eine blinde Dynamik, die von jemandem gesteuert ist, der höchstmöglichen Selbstbewertung des Kapitals, die den Laden antreibt, ne? in die Weltverbrennung, wenn man so will. Man verheizt Menschen und man verheizt die Natur, die natürlichen Ressourcen und man zerstört das Klima. Einfach aufgrund dieser unkontrollierbaren fetischistischen Dynamik des Kapitals. Und man müsste vielleicht wirklich einfach den Menschen sagen, es geht einfach darum, Transformationsprozess, der eigentlich schon abläuft. Ne?
Das System gerät immer stärker in die Krise, die Fluktuationen nehmen zu, um es mal so möglichst allgemein zu formulieren. Und man muss versuchen, diesen Transformationsprozess mit einer emanzipatorischen Bewegung, die sich dessen auch bewusst ist, dass das Kapitalismus überwunden werden muss, zu beeinflussen in eine progressive Richtung. Das System wird irgendwann, vielleicht stabilisieren sie es nochmal für einen Konjunktur, für einen Blasenzyklus. Ich weiß es nicht. Aber nichtsdestotrotz seiner Dynamik, seiner Krisendynamik folgend, seiner autodestruktiven Dynamik folgend, wird es seitdem in die Zivilisationszerstörung ablaufen. Man müsste vielleicht wirklich den Menschen einfach sagen, was Sache ist und versuchen, eine halt eben Bewegung zu initiieren oder zu starten, mit zu auszuformen, die dann halt eben sich dessen bewusst ist und den Transformationsprozess beeinflusst. Also Klimabewegung ist ja ein Paradebeispiel dafür. Das entsteht ja dann spontan, ne? Weil die Menschen merken, dass es einfach nichts vorangeht in Sachen Klimawandel. Und da müsste man sich dann hineinwirken und versuchen, halt eben das notwendige Krisenbewusstsein hineinzutragen, um halt eben den Charakter des Kampfes zu ändern. Also es ist dann nicht mehr ein reformistischer Kampf um Verbesserung, sondern ein Transformationskampf, den man schon mal versucht, irgendwo auch jenseits des Kapitals Wege zu einer postkapitalistischen Gesellschaft zu finden. Was eigentlich überlebensnotwendig ist. Ich sage nicht, dass das irgendwie wahrscheinlich ist, aber es ist das, was eigentlich notwendig wäre. Ne?